Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GB Fakker Meister mit dem Let's Play von Titan Quest und ja, weiter geht's. Was soll man dazu noch sagen? Und hey, die Krokodile sind wieder da, ja, nach dem Neuladen des Spiels sind sie alle wieder aufgetaucht, wie es immer so ist. Hey, einer ist noch hier. Ein Reptiloid. Kanus. Kommt alle her, kommt alle her. Centurion, Centurion, das klingt so römisch. Warum seid ihr Reptilien alle Römer? Und sie sagen, warum nicht? Warum sollten wir keine Römer sein? Ja, passt schon. Jemand geben einem wahrscheinlich auch die Begriffe aus, die man noch verwenden kann, und sagt man, na, sind halt Centurios. Ne? Ein Shogo der Gewandtheit. Oho. Ganz was Spezielles. Und durch diese kleine Lücke kann ich kommen. Der obere Nil. Ah. Oben und unten. Brennus Helm war wieder aktiv. Meine Todeswolke. So mag ich das. Alles zusammen funktioniert. Oh, ein Schein der Erfahrung, ja gut. Den kann man immer gebrauchen. Die kann man immer gebrauchen, die Erfahrung. Ne, ein Aufseher. Oh, der Aufseher ist hier. Was sieht er denn auf? Was beaufsichtigt er denn? So muss man ja sagen. Das sind wahrscheinlich seine reptiloiden Kollegen. So, ihr kriegt alle das Auge von Sauron. Ich meine, das ist ein grünes Sauron-Auge. Nicht das rote. Die Gestalt von Sauron. Er hat ja keine Gestalt mehr. Diese Macht hat er ja verloren. Dem Ereignis von Numenor. Oder nachdem er auch seinen Ring gemacht hat. Ich meine, es gab mehrere Sachen, die schlecht für Sauron gelaufen sind. Er war ja auch definitiv kein Kämpfer. Sauron war ja immer nur so ein Schmiedemann. Und ein Administrator bestenfalls. Eine Art von, ja, auch Organisator. Darin lag der Reiz. Er war kein Kriegslord oder irgendwie sowas besonders mächtig. Genauso wenig wie Melkor. Melkor war nur in allen ziemlich gut. Aber er war nicht spezialisiert auf irgendwas. Aber er war trotzdem der Mächtigste, weil er eben alles irgendwie konnte. Good old Melkor. So, guck mal hier, Vögel. Sandschwingen. Schrullen und fetteln. Die Bezeichnung haben sie immer noch beibehalten. Ja, wir jagen hier den Telkine. Er scheint vor uns wegzulaufen. So kommt mir das jedenfalls vor. Jedes Mal, wenn wir auftauchen, ist er schon wieder weitergezogen. Aber irgendwann ist er mal gut gewesen mit dem Weglaufen. Eine sandverschüttete Höhle und geheiligter Kopfschmuck der Rache. Plus 1 auf alle Fertigkeiten, aber ich brauche sehr viel Intelligenz dafür, also ist nichts für mich. Oh, nicht schon wieder diese Typen. Widerwärtiger Verfall. Ist nicht. Die sind nicht so widerwärtig wie der Umstand, dass sie sich einigeln können. So, was gibt's hier noch? Corona, Beinwickel. Jagdruf an. Gegen diese Typen lohnt sich das wohl. Riesenaxt.
höchste Tapferkeit. Und mehr ist hier auch nicht. Ein paar Töpfe und Vasen. Porzellan. Ins nächste Gebiet. Ein Brunnen der Wiedergeburt. Außenbezirke von Theben. Und wir haben es mit Schakalmenschen zu tun. Mal wieder. Ne, bleib hier. Ja, wir müssen ins Tal der Könige. Und ja, das sind... Wer noch nicht genug Gruften gesehen hat, der wird dort noch mehr Gruften finden. Das ganze Leben ist voller Gruften in diesem Abschnitt hier in Ägypten. Was ja auch passend ist. Ich meine, die Wüste beinhaltet ja nicht so viele, ich sag mal, Städten. Es gibt Oasen ab und zu, es gibt ab und zu Dünen vielleicht. Aber was ist eine Düne anderes als eine andere Wüste? Aber ja, und dann gibt's halt Pyramiden und... Gräber. Also Pyramiden sind ja auch Gräber. Guck, guck. Oh, hier sind viele Zauberer. Oh, das tut weh. Lass mich mal durch. Ich muss eben hin zu den Zauberern hier, damit die erstmal weg sind. Auge der Flammen. Was ist das? Okay, plus 1 auf Flammenring und Metallerweichung. Feuerwiderstand, Feuerschaden, Verbrennungsschaden. Leider ist meine Geschwindigkeit dann dadurch nicht so dolle. Aber es ist ein roter Gegenstand. Oder lila Gegenstand. Mein Schaden steigt dadurch. Ich will das mal ausprobieren. Hat das noch erhöht. Ja, ich mache viel Feuerschaden dadurch. Es scheint mir ein sehr wertvoller Gegenstand zu sein hier tatsächlich, aber... Was soll ich mit einem wertvollen Gegenstand, der mir nicht Geschwindigkeit gibt? Eine Höhle. Ach, und hier haben anscheinend auch Wolfsklauen, dabei sind das ja eigentlich Katzen. Grufteingang. Na gut. Guten Tag. Ich teste mal hier das Auge der Flammen gegen euch aus. Ich kann nicht sagen, dass es schlecht läuft. Jetzt müssen wir die alten Mumien wegkloppen. Die Adepten. Hey, er ist in die Grube gefallen. Ah, Skelette natürlich. Gruft, Gruft, Gruft. Willkommen in der Gruft. Knochenskarabäus. Wo ist der grausige Knochenskarabäus? Hey, da ist er ja. Hey, knochiger grausiger Knochenskarabäus, nicht knochiger Grausenskarabäus. Sie haben einen Knochenhaufen bewacht. Natürlich. Da macht es sogar Sinn. Fallen. Klingen fallen auch noch. Und Geister. Nette Gewandtheit und ein Sarkophag. Aber erstmal Geister. Dann ist Theben nicht, gehört das nicht eigentlich zu Griechenland? Was befindet sich das denn hier in Ägypten? Und der Sarkophag hatte nur Gift drin. Ein paar Statuen. Ein paar
Käfer. Klingenfalle. Truhen und Dein Gepäck ist voll. Das volle Gepäck. Na, ich muss so umlaufen. Zurück nach Memphis. Ich könnte auch nach Fayum oder was verkaufen, aber ich gehe lieber zum echten Waffenhändler und nicht nur so einem Gemischtwarenhändler. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich bin zu beschäftigt. Wie viel ist das wert? Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Ich meine, das wirklich Coole daran ist Flammenring und Metallerweichung, aber das sind Fertigkeiten, die ich gar nicht habe. Verbrennungsschaden. Feuerwiderstand. Ja, ich bleib bei meiner Geschwindigkeit hier erstmal. Vielleicht ist das dumm. Aber ich gebe meine Geschwindigkeit ungern her. So cool das auch sein mag. Äxte, Stäbe, das kann ja alles weg. Weg, 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 weg. Shongu der Gewandtheit. Plus 26 Geschicklichkeit. Komm ruhig wieder. Ich komme wieder. Außenbezirke von Theben. Macht für mich immer noch nicht so ganz den Sinn. Hunde des Anubis mit Wolfsklauen. Okay, da macht es Sinn. Bei Hyänen weniger. Geschwindigkeit. Speed. Ja, zerplatze. Hier sind noch ein paar Skelettbogenschützen, die sich hier die Ehre geben. Aber das war's in dieser Gruft. Ganz nett. Ja, da haben wir mal einen lila Gegenstand gefunden. Cool, aber nicht so nützlich für mich, finde ich. Naja, es ist ja nicht so, dass als hätte ich auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht schon ein paar Sachen gefunden, wie Brennushelm, die ziemlich praktisch sind. Oder besser als was ich aus dem Normalspiel mitgebracht habe. Dem normalen Schwierigkeitsgrad. Regenerationsschrein. Regeneriere dir. Hey. Haha, der Zauberer war schlau. Er ist direkt aus meiner Todeswolke rausgelaufen. So. Erstmal hier aufräumen und dann mache ich euch fertig. Jeder kommt hier an die Reihe. Eine kleine Kiste. Ja, und dieser tolle Gegenstand ist auch gedroppt, einfach so bei irgendeinem. War das ein Gegner oder irgendeine normale Truhe? Auf jeden Fall nichts irgendwie Besonderes, eine königliche Truhe oder sowas, wo man normalerweise erwartet, dass da die tollen Gegenstände rauskommen, aber. Ja, es kommt auch einfach so raus, hier aus irgendwelchen Gegnern geflogen. Man muss nur Glück haben. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich 1 zu 1 Million oder sowas, aber. Es kann passieren, wa? Im Grunde das Spiel ist. Ich meine, wie Diablo auch und all diese Spiele, so ein bisschen wie Lotto, oder? Also es ist. Irgendwann hat man halt mal Glück. In der Regel überhaupt nicht. Ah, viel zu viele Bogenschützen hier. Ach, ihr interessiert mich nicht. Mist, ich habe auch keine Deckung, wo ich die ganzen Bogenschützen anlocken könnte.
muss ich mich wieder einzeln um diese tollen Gegner kümmern. Jetzt wird das Spiel ahnen, dass ich hier ein Nahkämpfer bin und mich deshalb quält es mich mit, indem mehr Bogenschützen oder Zauber gespawnt werden. Oh, ein Schrein. Eine Kampfmarkierung sogar. Oh, die hätte ich gut gebrauchen können. Ja. Lauf schneller! So, diese Vögel nehmen wir noch mit. Oh, ein Schrein der Erfahrung. Ah, das könnte... wenn ich ihn kriege, habe ich ihn gekriegt, ja. Okay. Ja, vor Geiern habe ich jetzt nicht wirklich Angst. Die gehören zur Sorte der... Ich habe keine Angst, Gegner. Oh, eine königliche Kiste. Seht ihr, das wäre so eine Kiste, wo man sagen würde, yeah, da ist was Gutes drin. Aber dann ist da bloß Murks drin in der Regel. Dann doch, ja, Geld und ein gelber Gegenstand auch noch. Kommt da her. So, zack. Ne, da ist irgendwas gefallen, aber ich sehe es nicht. Hm, schicke Statuen. Ist das Osiris? Imhotep? Ne, Imhotep ist ja hier so ein Zauberkerl. Ah, seht ihr? Gold. Na, ist hier noch was gefallen? Ne, doch nicht. Oder wenn, dann wird es einfach nicht angezeigt. Okay, ich verstehe es. Schwere Holztür. Sieht aber nach Bronze aus. Tempel des Seth. Seth, ist das nicht der Antagonist des ägyptischen Pantheons? Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Für dich lagern. Ja, yeah, du kannst was lagern, ja. Krankes Gefieder habe ich jetzt nicht mehr. Wolfsklauen habe ich nicht. Typische Lederhaut habe ich nicht. Fügen wir das mal alles zusammen. Verkörperung von Artemis Bogensehne. Habe ich das denn rumliegen? Ne, das ist Seths Verrat. Ah, das habe ich doch. Okay. Ich habe nach dem falschen Symbol geguckt. Ich habe schon einen komplett. So, Seths Verrat ist auch fertig. Durchschlagsschaden und Durchschlagsvergeltung. Außerdem ein bisschen Bonus auf Rüstung dann. Könnte ich mal kombinieren. Lebenskraftschaden und Giftschaden. Sudo. Ja, wir sind jetzt im Tempel des Seth. Wer bist du? Amenate, junger Priester. Der, den Sie einen Telkine nennen, ist hier durchgekommen. Natürlich. Als er kam, flohen wir alle. Denn wir waren Feiglinge. Aber unser Oberpriester Nebkemi stellte sich vor den Schreckenszauberer. Mit hoch erhobenem Stab und ausgestreckten Armen bekämpfte er ihn. Jedoch wendete der Telkine den Zauber gegen Nebkemi. Oh nein. Unser mutiger Oberpriester wurde verändert. Völlig umgeformt. Wir setzen einen Antagonist. Er ist nun einer von ihnen. Ja. Der korrupte Priester. Meine Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schau selbst, du wirst keine besseren finden. Ich habe schon bessere gefunden. Hm, sieht aus wie ein Questgegenstand. Reptilienmäntel. Na, 100 Millionen habe ich schon, jawohl. Nun bin ich reich. Wie ein Scheich. Bis dann! Männer. Sei gegrüßt, Krieger.
Wie bist du lebend hierher gekommen? Die Monster haben jeden auf den Straßen getötet. Ich habe eine große Gruppe Monster gesehen, die von einem schrecklichen Zauberer angeführt wurde, der nach dunkler Macht roch. Okay, also der Telkine ist im Tal der Könige gelandet. Wo sonst? Hast du schon das Neueste gehört? Das Neueste? Ein schreckliches Monster war hier. Sie nennen es den Meister der Bestien. Kreaturen des Sandes folgen ihm wie loyale Hunde. Oder wie Hyänen. Ein Teleporter. Ja, das ist Theben. Ich dachte, Theben, Tempel des Seth, was ist denn das jetzt? Alle fragen, woher die Monster kommen. Das ist doch klar wie der Tag. Sie wurden von den Feinden der Götter geschickt. Ja, macht Sinn, glaube ich. Ach, die Toten. Ach, die Toten. In diesen Zeiten gibt es so viele Tote. Als Ägypten noch unbehelligt war, wurden alle mit dem Buch der Toten beerdigt. In diesem Buch stehen viele Zauber und andere Dinge, die man wissen muss, um sicher durch das Königreich der Toten zu gelangen. Nachdem sie an den Dämonen und Monstern vorbeigekommen sind, erreichen sie die Hallen der Toten. Dort wiegt Osiris ihr Herz. Okay, wieder ein bisschen Mythologie. Quasi die Hölle der Ägypter, wenn man so will. War da gerade ein bisschen beschrieben. Tor der Hatschesput. Gesperrt von Aufgabe versiegelt. Okay, dann muss ich wahrscheinlich woanders langlaufen, ne? Der dezente Hinweis, dass ich hier erst noch was anderes machen muss. Hochlandpass. Skorpos. Einfach eine Sackgasse. Ah, die haben schon Stufe 55. Die sind mir jetzt sogar stufentechnisch über eigentlich. Ich kann nur hoffen, dass mir das nicht zu gefährlich wird. Und natürlich auch, dass ich mehr Erfahrungspunkte dadurch bekomme, dass ich jetzt Gegner besiege, die gleich auf oder höher levelig sind als ich. Diese Untoten noch nicht. Dann haben wir wieder Zombies mit Bögen. Mumien mit Bögen. Ich wundert eigentlich, dass es hier keine Streitwagen-Gegner gibt. So die Untote, die auf Streitwagen reiten oder sowas. Weil das war ja eine große Sache bei den Ägyptern unter anderem. Ja, dass die auf Streitwagen da angerollt sind. Über die Ebenen der Wüste. Streitwagen mit Bogenschützen hinten drauf. Speerwerfern oder was auch immer sie da hatten. Geheimnisvolles Grab. Guten Tag. Oh. Bisschen was abgefeuert von meinen Gegnern. Und wir haben Wächterstatuen aus Sandstein. Ich glaube nicht, dass Sandstein so ein hartes Material ist. Aber sie haben ein hohes Level. Ah, das ist wieder ein roter Skelettkrieger, der aus einer Mumie gesprungen kommt. Sie wollen einfach nicht sterben. Sie wollen es nicht. Aber sie müssen es. Oh, was haben wir denn da für einen? Was ist denn für einer? Nee, du warst es nicht. Die anderen Zauberer da. Okay, sind normale Gegner. Oh, ich bin hier gerade. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ich dachte schon, irgendwas stimmt hier nicht. Ja gut.
seid ihr für Typen? Das waren jetzt aber fiese Geschichten, weil das müssen wohl irgendwelche Zauber gewesen sein, die mal wieder irgendwelche Resistenzen von mir ausgenutzt haben, die ich nicht habe. Also eine Resistenzschwäche. Ich habe keine Leseschwäche, ich habe nur eine Resistenzschwäche. Oh. Und wer ist das? Nepkemi, ein korrupter Priester. Ach, du bist der, der ging, um den Telkina aufzuhalten und dann versagt hat. Okay. Okay, mal sehen, wie hart du im Kampf bist. Erzeugt irgendeine komische Welle. Ist aber dann doch recht schnell tot. Er droppt auch nichts Nettes für mich. Eine Truhe war auch nichts. Das war der Priester. Der korrupte Priester ist gefallen. Wir können uns die Belohnung abholen. In Theben. Aber ja. Ah, das waren ganz normale Gegner. Das waren keine spezialisierten Bossgegner oder sowas. Das war die Kombination aus allen, die mich da Bedrängnis gebracht hat. Es war ein knapp vor dem Todesmoment. Moment. Oh, was haben wir denn hier für eine Ebene? Dunkler Obelisk. Da müssen wir noch hin, ja. Wir nähern uns dem Tal der Könige. Ich erinnere mich. Und ja, wie gesagt, Gruften wird es dort genug für alle geben. Genug für alle, yay! Gruftis. Einfach nur Gold. So, komm mal her, ihr Vögel. Jawohl, so. Ich renne auch gerne in den Gegner rein, einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich einen Adrenalinstoß kriege und dann... Weil der löst sich ja 5% aus, wenn man getroffen ist, bei 5%iger Wahrscheinlichkeit. Die steigt natürlich, wenn man häufiger getroffen wird, vor allen Dingen von schwächeren Gegnern. Wartet mal, war da noch was? Keine Höhle oder sowas. Einfach nur Felsen. So. Ab ins Tal der Könige, Ort der Wahrheit. Wo ist die Wahrheit, wenn nicht in uns? Oh, halt. Hier zaubert ihr wieder. Sind diese Elite-Plünderer. Na, ein Schrein der Meisterschaft. Ja. Sowas läuft immer sehr gut. So, ich lock euch alle an. Schrein der Meisterschaft. Weg sind sie alle. Und ich höre da irgendwas fallen, aber das sind wohl nur ganz normale Gegenstände. Hoffe ich. Kommt schon, Skorpos. Oh, ein stygischer Skorpion. Ja, ein Riesenskorpion.
Sowas finde ich cool. Scheint der nächste Abschnitt zu sein. Noch ein paar von diesen Kerlen. Gute alte Sandviepern. Elite-Plünderer, ja gut. Oh, okay. Wieder ein Zauberer. Und eine große Kiste. Ringe, Ringe, Ringe. Ah, hier stand Spuks wieder. Noch mehr Sandspuks. Die sind auch verdammt flott auf dem Bein, muss ich sagen. Oder nicht Bein. Die haben hohe Geschwindigkeit. Hey, die haben vier Arme. Das sehe ich jetzt erst. Vier Arme haben die. Zwar keine... Okay, Hände, besser gesagt. Arme sind es ja nicht. Einfach nur... Oh, eine Gruft. In die wir nicht rein können. Selten. Schwebende Hände. Für mich sind das einfach nur weitere Monster, die ich wegprügeln muss. Sorry. Das ist ja alles wunderbar animiert, wie ich finde. Das ist ja auch alles toll. Es gibt nichts, was ich schlecht finde an der, in dem Spiel eigentlich. Oh, ein Portal im Tal der Könige. Das letzte Portal. Wir nähern uns dem Ende des zweiten Kapitels. Hallo! Nö, nö, nö. Ach ja, Ringe, Ringe. Irgendwas Cooles dabei. Ah, Stärke und physischer Schaden. Aber das ist auch nicht besser als der Ring der Shang. Immer noch Gegenstände, von denen ich weiß, wohin damit. Wir können uns mal neu einkleiden, ne? Ägyptische Outfits. Aber andererseits, nö. Komm ruhig wieder. Werde ich tun, eines Tages. Erstmal muss ich hier ein paar Käfer beseitigen. Grab von Amentep. Ja, und jetzt kommen so ganze Gräber, die wir erforschen können. Schrein der Meisterschaft. Mann, diese Geister nerven. Oh, das sind diese Einbasen mit dem Toten wieder. Ja, die mit ihren fiesen Attacken, die sie darauf haben. Magier sind deshalb immer so gefährlich, weil sie eben hier bestimmte magische Kräfte haben, die meine Resistenzen geflissentlich ignorieren. Oder überhaupt angreifen, so muss man sagen. Wenn es nur gegen meine Rüstung geht, ist es ja nicht so schlimm, aber wenn es gegen...
meine schlechten Resistenzen geht. Stehe schon ein bisschen dümmer da als vorher. Deshalb würde ich gerne Gegenstände finden, die mir auch Bonus ordentlichen geben gegen hier alle möglichen Elemente wieder, damit ich auf einen guten Wert hier komme. Ein Stab ist da wohl rausgefallen, aber es war wohl nur normal. Hey, oh, meine kleinen Fleischfresserfreunde sind wieder da. Juhu, hey. Ah, putzig. Ich kämpfe lieber gegen Dämonen als gegen Untote. Aber davon gibt es eine ganze Menge in diesem Spiel. Gibt es hier keinen Meister oder sowas? Keinen Bossgegner? Und Kisten an. Erstmal alles aufmachen. Und hoffen, dass was Nettes bei rumkommt. Aber. Nö. So ziemlich gar nicht. Ja, das war das Grab von Amen. Amenhetep. Amenhetep. Besonders groß sind diese Gräber nicht. Ich meine, es sind Gräber. Es ist nicht gerade so, dass es ein unterirdischer Super-Dungeon sein muss. Nee. Es reicht ja, dass es relativ klein ist. Und ganz ehrlich, für so ein einfaches Grab ist das schon ausufernd genug, wie ich finde. Man kann auch übertreiben. Aber so waren die Ägypter halt mit ihren Priestern und Pharaonen. Ich meine, die sind wenigstens nicht so schlimm wie Untote, weil sie eben hier nicht zaubern können, wirklich, aber trotzdem. Käfer. Wer interessiert sich für Käfer? Nichts gegen Käferliebhaber, sind coole Tiere, aber so im Spiel. Grab von Amenses. Okay, nehmen wir den Schrein mit und rein hier. Was haben wir hier? Sandstein, Wächterstatuen. Mehr Untote. Zombie-Hauptmänner. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, hier. Ein rüstiges Amulett. Prozent auf Stärke und Leben. Das gelehrten Armspirale. Okay, mal Schreine öffnen. Das gelehrten Armspirale schon wieder. Pff, ich hab schon eine. Was brauche ich denn noch davon? Okay, ein Raum, in dem gar nichts ist. Irre. Hey, oh, sind wieder da, yay! Sie sind so schön bunt.
Gesundheitstrank. Oh, ich brauche mal wieder Energietränke, sehe ich gerade. So, kommt alle her, ihr Dämonen. Jawohl. So, jetzt geht's ab. Wie? Gravierter Ring des Mamanas. So, wo sind denn die schlimmen Leute hier? Oh, das hier scheinen sie zu sein. Oh, der wollte zaubern. Zeit für Jagdruf. Jagdruf. Speertanz. So, dann müssen die dunklen Obelisken natürlich noch weg hier. Mann, die saugen mir hier meine Energie ab. Oh, das ist ein mumifizierter Held. Oh, ich hab nicht genug Energie. Ja, nicht genug Energie. So, jetzt aber. Hier sind noch drei Skelette. Mumifizierte Truhe. Und was hat er gedroppt? Ah, irgendwas für Intelligenz und das. Du hast keinen Platz mehr. Ich hab keinen Platz mehr. Na gut, dann ab ins Tal der Könige zum Händler und eben wieder was verkauft. Bitte? Bitte, bitte was? Hm. Widerstände sind gut dafür. Oh. Na. Doch nichts für mich. So. Und das kommt weg. Ja. Auf Wiedersehen. Oh, warte mal. Ja. Genau. Ich wollte noch ein paar Tränke kaufen hier. Oh, 12.000. Warum seid ihr so teuer? Alles so. Gute. Danke. Der alte Könige. Des Beschwörers Ring. Des Mentors exhumierte Beinschienen des Mahners. So. Das war's ja wohl. Im Grab von Abenmeses. Abenmeses. Schubidubidu. Schubidubidu. Das könnte ja auch eine Folge aus Scooby-Doo sein. Scooby, wir müssen das Grab untersuchen. Nein! Ich will nicht. Hier kriegst du einen Scooby-Snack. Dann geht's rein. Grab von Merenptah. Hm, cooler Name. Merenptah. Ptah. Ja. So, dich habe ich wohl bemerkt, du kleiner Stinker. Vergoldete Toten. Sie haben ihre Toten vergoldet. Das ist schon cool. Hat Dämonen. Nett. Kampfmarkierung, jawohl. Okay, kommt alle her. Ja, ich auch. Ich nehme euch alle mit. In den Tod.
Schattenläufer. Er ist aber auch tot. Und dieser Sarkophag war wieder mal verflucht. Ich habe das Gefühl, diese Sarkophage sind irgendwie alle per se verflucht. Ja, was ja auch passen würde zu der ganzen Mythologie, wa? Gräber sind verflucht. Aber in diesem Spiel ist ja sonst alles andere zufallsbedingt. Und dann könnte man auch hoffen, dass da coole Gegenstände drin sind in so einem Grab. Okay. Oh. Balsamierte Tote. Gefallene Generäle. Obeliskenkerle, die sind nicht ganz ohne. Oh, ich sehe es gerade. Das war nicht so gut. Pff. Meine Güte, wer haut denn hier so rein? Na, schon wieder ein verfluchter Sarkophag. Verkörperung vom Jet des Osiris. Hm. Der Jet des Osiris. Oh, ein grüner Schild. Des Triumphators Trigonisch-Schild. Nein. Bollwerk ist besser. Plündert. Wir können raus. Jetzt wissen wir auch, wer die ganzen Gräber der Ägypter geplündert hat. Wir waren das. Doi. Falls es einen mehreren Ptah überhaupt gab. Aber sicher gab es den irgendwie. Doch, doch. Okay. Dann haben wir diese ganze Ecke hier gelöst. Drei Gräber sind geklärt. Das wäre sicher noch nicht alles. Hier sind ein paar Ameisenlöwen. Hier noch mehr Ameisenlöwen, Käfer. Nee. Nichts Besonderes. Sollte wohl eine Falle werden. Schrein der Heilung ist hier, aber habe ich vielleicht schon zu weit? Mammutrüstung. Kreis rum. Schnell mal den Schrein der Meisterkeit. Meisterkeit? Meisterschaft? Die Meisterkeit. So, wo bist du? Du Buddelkäfer. Er hat sich nicht wieder eingebuddelt. Hallo! Hallo! Ja, der Triumphator. Kein Triumph für uns. Komm ruhig wieder.
So, dann wollen wir schauen, was es sonst noch alles gibt hier. Erstmal das Gebiet abstecken. Grab von Thutmis. Eine Steintür. Hey, Maden sind mal wieder hier. Die ernähren sich wohl von Sandstein. Nicht ganz meine Geschmacksrichtung. Noch was. Das fällt da noch mit raus. Was haben wir denn hier für eine komische Grafik? Hä? Gib mir zu denken. Kampfmarkierung! Ab geht's! Jawohl! Wow, yeah! Kampfmarkierung aktiv ist, wenn ich hier durch. Bin ich hier vielleicht schon Ende oder so? Ah ne, das ist keine Tür. Ich dachte, das wäre eine Tür. Oh, der Sarkophag hat diesmal sowas drin. Na, cool. Und ein bisschen Gold. Das war wohl nicht der reichste hier. Thutmis. Nicht der reichste V. Weiß ich nicht. Na gut, dann renne ich wieder zurück. Oh, eine Mumie übersehen. Noch mehr Maden. Das war Thutmis Bude. Nicht ganz so ergiebig, wie ich gehofft hatte. Ist was Neues gedroppt? Nö. Ich habe immer die Sorge, dass da vielleicht doch ein toller blauer oder lila Gegenstand gefallen ist, der mir super helfen würde. Nicht, dass ich es übersehe. Tap. Der zweite. In seinem wunderbaren Grab finden wir einen stattlichen alexandrischen Großhelm. Nicht das allerschlechteste. Schreinermeisterschaft. Juhu, kommt alle her. Kommt alle her, 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 kommt alle her. Allesamt! Wo seid ihr? Ich warte auf euch. Jawohl! Das gefällt mir. So muss es aussehen. Ah, wenigstens kein Skelettzauberer hier. Drücken. Meine Güte. Also, ist nicht so, dass ich keine Gegenstände finde. Ey, was? Wo kommst du denn her?
Gegenstände finde, nur die sind alle nicht so dolle. Hier ist auch noch einer, der sich gedrückt hat. Wahrscheinlich kann ich gleich nichts mehr tragen, wa? Ja, sieht so aus. Bevor wir weiter in diesem Grab herumgeistern, verkaufe ich wieder was. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Tja, das war's. Das war die Ausbeute heute. Alles Gute. Ein langer Gang. Eine große Halle. Geist. Blitztypen. Oder Lebensabsaugtypen. So, ist hier Ruhe. Mechanikteile. Mann, diese königlichen Truhen sind so enttäuschend immer. So gelber Popelkram. Hm. Und das war's. Amentep der Zweite war nicht viel reicher oder mächtiger als Amentep der Erste. Durch. Ameisenlöwen. Oh, die Brutmutter. Wow, 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 okay. Okay, die ist wenigstens tot, aber ich dachte schon, wow. Aber es sind nur Käfer. Grab von Zef dem Ersten. So, einen Moment. So, weiter geht's. Ja, der Tempel des, das Grab von Zef hört sich für mich nach Ende an. Tuyu nicht so sehr. Oder nach dem letzten, den ich machen sollte. Deshalb machen wir erst nochmal Tuyu. Tuyu, happy birthday, Tuyu. Ich glaube, dann haben wir sie auch alle. Tuyu. Fallen, Sandsteine. Mehr Sandsteinmonster. Oh, gleich zweimal epische Mechanikteile. Was? Dunkle Riesenaxt der Qual, ein grüner Gegenstand, der plötzlich hinter mir aufgetaucht ist. Das ist das, wovor ich ein bisschen Respekt habe. Also wie vor diesen Zauberern hier. Noch ein grüner Gegenstand. Spirale der Erholung, aber das wird auch nichts. Ja, grün ist nett. Grün ist nur nicht die Art von Supergegenstand, die ich eigentlich suche.
nicht zu öffnen. Von Wächter versiegelt? Welcher Wächter, bitteschön? Oh. Okay. Ah, hier. Ein Schattenläufer-Held. Okay, der ist tot. Das war also der Wächter. Seelenpresser. Was ist das? Das klingt cool. Es ist blau. Es ist ein Magierstab. Oh. Die Enttäuschung ist groß. Nicht gigantisch, aber groß. Ist doch ein bisschen umfangreicher hier, dieses Grab. Vielleicht hätte ich doch erst Seth machen sollen. Ja, einfach nur eine Falle. Schauen wir mal. Bis jetzt habe ich hier noch keinen Brunnen der Wiedergeburt gefunden. Und das ist meist der Indikator dafür, dass das eigentlich der Hauptweg ist, den man wirklich weiterkommt. Wie immer. Ja, Stufenaufstieg. Jawohl. So. Also. Ja, wir kriegen die Verteidigungsmeisterschaft noch voll. Und Ladezeit. Zwei Sekunden Dauer oder Defensivreaktion mache ich nochmal. Ich sollte auch meinen Kampfdurchblick eigentlich nicht vernachlässigen, denke ich gerade, aber gut. Ich meine, ich habe ja auch ein Schild immer dabei, weil ich bin ein bisschen dumm, dass ich hier so wenig ein Schild reinsetze eigentlich. 10% Schildblock. Da kann ich häufiger blocken. Gut, man hat immer die Qual der Wahl, ne? Bei den ganzen tollen Fertigkeiten. Oh. Oh, das war das Grab von Seth und Tuyu. Okay, die sind miteinander verbunden. Na gut, dann, dann ist das wohl so. Interessant, interessant. Die hatten beide nicht genug Geld für ein Grab. Jeder eins kriegt. Sie mussten es sich aufteilen. Ist das hier wohl das Richtige?
Ramses. Okay, gut. Ramses ist natürlich auch ein Begriff, der ziemlich bekannt ist. So. Das sollte es dann sein. Ich muss einen Brunnen der Wiedergeburt finden. Das ist mal ein Schrein der Erfahrung. Da muss ich ja nur noch durch das Tor entheben. Da suche ich jetzt ja eigentlich hier den Zugang. Volle Musik. Schottos der Hast. So, jetzt lohnt sich das auch. Riesenaxt des Donners. Noch mehr kannst du nicht tragen. Natürlich nicht. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ja, dieser wunderbare Stab, der Seelenpresser. Ich möchte ihn fast behalten, damit ich den einfach behalten kann, weil der gehört zu einem Set dunkles Gewand. Falls ich jemals einen Zauber spielen sollte. Nee, das nicht, aber der Schild. Plus 2 auf alle Fähigkeiten der Verteidigungsmeisterschaft, aber das tut das Bollwerk auch schon. Aber nur plus 1, aber es hat noch ein paar andere Boni, die weitaus besser sind. Wie ich finde. Naja, schade. Könnte ich alles haben. Nicht so gut wie Brennos Flügelhelm. Was ist schon so gut wie Brennos Flügelhelm? Und komm ruhig wieder. Zurück. Warte mal, war da noch was? Na, ich habe mich getäuscht. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Außerdem wieder was in Stärke. Guten Tag. Ich stelle mich mal dreist in die Mitte rein. Damit auch jeder weiß, dass ich komme. Oder da bin. Oh nein. Dunkle Obelisken. Große Halle ist das auf jeden Fall hier. Halt. Okay, Obelisk muss weg.
Zauberer. Das war doch sicher noch nicht alles. Ein dunkler Obelisk. Schreine. Hui, okay, das war die große Halle von Ramses. Zauberer. Fies. Der Geist. Das war's mit den Geistern. Mehr von diesen Kerlen. Ne, was Grünes. Aber wieder nur eine Axt. Spiel, du könntest mir mal wieder was, einen Knochen zuwerfen, so. Ein bisschen was, wo ich denke, yeah, es geht weiter, yeah, ich werde stärker, yeah. Was? Nichts drin? Okay. Enttäuschend. Warum enttäuschen mich diese Pharaonen so? Na, enttäuscht du mich auch? Jericho! Widerstand 10% Schildblock. Mhm. Dunkler Kern. Mhm. Aber ja, das geht schlechter. Jericho. Die Mauern von Jericho. Also Blitzwiderstand steigt auf jeden Fall. Meine Stärke steigt und meine Rüstung sinkt dadurch. Und auf alle Fertigkeiten der Verteidigungsmeisterschaft. Das ist natürlich dann. Und meine Verteidigungsfertigkeit, Angriffsfertigkeit, das alles sinkt. Außerdem meine Resistenzen gegenüber verschiedenen Zuständen. Ah, aber hey, es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Okay. Ich sag nicht, dass das Spiel mir nicht ab und zu was gibt, aber. Es muss nur passen. Ja, sehr gut. Ich hab dich gesehen. Noch mehr, du hast keinen Platz mehr. Natürlich nicht.
habe ich auch erwartet. Ich muss hier verrückt geworden sein. Sei gegrüßt. So. Dunkler Kern. Plus 2 vor der Fertigkeit. Ja, und Jericho. Hm. Na, verkaufe ich. Die Ringe sind auch noch nicht so pralle. Das Ding ist auch nicht so pralle. Das kann ich sowieso nicht brauchen. Oh, der war das. Der Seelenpresser. Komm ruhig wieder. Ich komme immer wieder. Na gut, nicht immer. Aber immer öfter. Wow, der ist geplatzt. Aristoteles Amulett. Nein. Klingt immer so cool. Ich habe Aristoteles Amulett, aber dabei ist es nur so. Nee. Was für ein Magier. Okay, verzierte Steintür. Oh, ich glaube, jetzt kommt der Telkine. Ich glaube, wir sind schon da. Was war mit dieser komischen Geschichte da? Oder vielleicht doch nicht? Doch, da ist er. Alles klar. Da ist er. Was ist das? Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich muss ihn schnell beseitigen. Solange die Kolossform noch anhält. Oh, sie hält nicht an. Ah, ist ja gerade so gereicht. Keilschrifttafel. Und eine mystische Kugel. Wow, was für eine miserable Ausbeute. Das ist ja echt katastrophal. Und das für den Endboss des zweiten Kapitels. Nicht mal ein grüner oder auch nicht blauer oder lila Gegenstand. Sauber. Sauber schlecht. Ja. So. Das war Telkine. Was muss ich jetzt machen? Nehmen Sie die seltsame Tafel und treffen Sie sich mit Imhotep in Theben. Na gut. Ja, dann teleportiere ich mich einfach mal dahin, wa? Ha. Das war jetzt der sagenumwobene Telkine des zweiten Kapitels. Hier sind auch ein Haufen Gegner, aber an die komme ich irgendwie nie ran. Ich weiß nicht, wo der Pfad ist. Meine Rüstung ist doppelt verstärkt und mit Garantie auf Lebenszeit. Wahnsinn, Meister. Du bist hier voll equipped. Vielen Dank. Du hast Nebkemi gefunden? Ja. Nun, es ist gut, dass er jetzt ruhen kann. Er ist tot. Oh, wir haben einen gewundenen Stab der Flammen bekommen. Willkommen. Ist noch nichts für mich. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. So, wo ist der Karawanenmann? Hier. Kann ich helfen? Ja, du kannst helfen, indem du das Ding mal nimmst. Indem wir hier noch ein bisschen was zusammenstöpseln. Jet des Osiris habe ich nicht. Ich habe aber was von Sephs Verrat.
Diese komische Sonne hier. Amun-Ra's Room können wir verkomplettieren. Und sonst. Mechanikteil auf jeden Fall. Epischer Außenpanzer kann auch fertig. Spektral. Geht auch. Leben, Energie. Ah, das ist ja Jet. 45% Schaden gegen Untote. Wohoho. Ja, das hätte ich gut bauen können. Dam, dam, dam. Oh. 45% auch noch. Na gut, er ist der Gott der Unterwelt. Sollte man auch meinen, dass er dann einen Bonus auf sowas gibt. Ja, langsam ist mein Inventar voll hier. Vor allem mit so einem Kram. Brauche ich das noch? Knochenbrecher, Beinschienen? Ne, kann weg. Halbstiefel von Valhall. Gute Widerstände, aber das brauche ich auch nicht mehr. Trollstecher. Ne. Eisfeuer behalte ich, babylonischer Speer behalte ich, Schwert des Prinzen von Glauberg habe ich auch mal gefunden. Irdene Barriere. Da kommt, glaube ich, auch weg. Bis dann. Ja, ich räume mal ein bisschen auf. Fremder, Fremder! Ein alter Priester ist vor kurzem nach Theben gekommen und hat nach dir gefragt. Ah. Sein Name war Imhotep und er war ungeduldig auf der Suche nach dir. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hast du dir diese Klinge angesehen? Vielen Dank. Alle fragen, woher die Monster kommen. Achso, alle fragen, woher die Monster kommen. Wo ist Imhotep? Ah, da ist er. Du hast den Telkine besiegt? Jawohl. Hervorragend. Bitte sehr. Vielleicht gibt es jetzt noch Hoffnung. Hm? Du musst nach Babylon. In diesem Augenblick wird die Stadt von einem weiteren Telkine angegriffen. Der dritte im Bunde. Was ist das für eine Tafel, die du gefunden hast? Lass mich einen Blick darauf werfen. Die Sichel Kronos. Ah, die haben wir ja schon gefunden. Nein. Jetzt das suchen die Telkinen. Wonach dieser Telkine gesucht hat. Diese Damit kann man sogar einen Gott töten. Okay. Ja, du laberst viel. Aber hey, Zepter der Ewigkeit. Aus dem Auge und der Hand des Gleichgewichts zusammengesetzt und scheint aufgrund der gewaltigen Macht, die es in sich trägt, sanft zu vibrieren. Ja, die Telkinen suchen die Sichel Kronos. Ich meine, das habe ich jetzt schon mal gefunden bei dem Telkine auf dem normalen Durchspiel-Level. Bei dem letzten, den man da trifft, beim dritten, wo wir jetzt hingehen, ins dritte Kapitel. Ja, und das ist die Mission. Hey. Da, das Tor ist offen. Ja, gehe. Ist offen. Ich gehe. Pfad der Hatschepsut. Töten wir noch ein paar Jähen, wo wir gerade hier sind. Nehmen wir ein bisschen Kleinkram mit. Da ist noch eine Hyäne. Ah, ich muss einfach hier rumlaufen. Dö. Wieso habe ich das nicht gefunden vorher? Jagdruf. Direkt vor den Stadtmauern kloppen wir uns. Oh, ein Schakal rennt da noch rum. Wurde von seiner Herde gesprengt, getrennt. Oder seinem Rudel, besser gesagt. Oh, Schrotters des Eises. Ja, okay, jetzt finde ich jetzt natürlich noch ein paar Gegenstände. Ich bin noch nicht ganz durch hier. Die Bögen schießen fast von alleine, das muss ich schon sagen. Pff, tun sie das? Na gut. Lebe wohl. Okay. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg ins dritte Kapitel. Ja. Nach Babylon geht es. Bis gleich.